Und wir schließen diesen Themenblock wie versprochen mit einem vertiefenden Blick auf das Thema Sicherheit, vor allem auf die Frage, welches Unternehmen braucht eigentlich bitte wirklich welche Sicherheitstechnologie? Ich kann mir vorstellen, dass die Unterschiede da sehr groß sind. Herbert Wagner spricht noch einmal über die Notwendigkeit von Sicherheit in tatsächlich jedem Unternehmen. Die Frage, ob oder ob nicht, die stellt sich ihm offenbar gar nicht. Für ihn ist es auch ganz egal, ob ein Personenunternehmen oder Großunternehmen. Falsche Sparsamkeit ist hier wirklich in jedem Fall existenzgefährdend. Das, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist zumindest sein Credo. Er ist Sicherheitsberater, Krisenmanager, betreibt sein eigenes Sicherheitsunternehmen, mit dem er vor 15 Jahren auch nochmal so richtig selbst in die Selbstständigkeit gegangen ist und durchgestartet hat. Damals war er Kriminalbeamter und Sicherheitsfachmann, das ist auch seine Ausbildung. Heute kann ihm in Sachen Unternehmenssicherheit, glaube ich, wirklich niemand mehr was vormachen. Und darauf möchten wir jetzt im Abschluss auch noch eingehen. Nochmal herzlich willkommen in unserer Mitte, Herbert Wagner. Das so machen. Den brauchen wir gar nicht, ja. Ups. Danke sehr. Ja, einen schönen guten Tag nochmals von meiner Seite. Ich darf mich dem Thema vom Wachmann bis zur modernen Sicherheitslösung auf der Security-Seite, also nicht auf der Safety-Seite, widmen. Und Ihnen ein wenig handwerklichen Background geben, wie Sie dann erkennen können, was ist für mich eigentlich die richtige Sicherheitstechnik. Ja, mein Name wurde schon gesagt, an sich haben Sie das bestens gemacht, vielen herzlichen Dank. Als Security and Safety Manager möchte ich dem Thema ein wenig ganzheitlich gegenübertreten. Wir haben heute schon sehr viel gehört über IT-Sicherheit, über Informationssicherheit und ich habe versucht, auch in meiner Keynote-Ansprache ein wenig die physische Sicherheit auch dazu zu geben. Der Ansatz sollte aus meiner Sicht ein ganzheitlicher sein. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie sind ein erfolgreiches Unternehmen, ein Produktionsbetrieb, Sie haben ein Top-Produkt, Sie haben streng kalkuliert und sind gut auf dem Markt. Sie haben Mitbewerber rundherum und es besteht die Gefahr, dass Ihr Superprodukt auch mal von einem Mitbewerb nachgemacht, geklont wird. Wenn ich mich jetzt diesem Thema nähere, dann muss ich mir überlegen, wie kann jemand auf dieses Produkt, auf diese Information kommen? Das kann sein physisch, indem einfach in der Nacht einer einbricht. Das kann sein untertags, indem einfach jemand in meine Firma herumschleicht. Das kann sein eine Putzfrau, die, ja, das soll man nicht glauben, aber es ist in der Tat so. Sie müssen sich vorstellen, diese Personen arbeiten um einen geringen Stundenlohn. Sie wissen ja gar nicht, was sie tun, jetzt, wenn jemand kommt und sagt, du, ich gebe dir 1.000 Euro und du nimmst den USB-Stick und steckst ihn dann einfach dort auf dem Rechner an. Na, dann nennen Sie mir eine Putzfrau, die das nicht machen würde. Sie denkt, sie steckt einen USB-Stick an, sie bringt was ein, das ist gut, der hat ein Teil mehr. Ja. In Wirklichkeit ist eine Schadsoftware drauf, ein Keylogger und ab sofort wird alles, was am PC dokumentiert wird, protokolliert und weggeschickt. Oder es kann ein Hacker sein, der von außen zugreift, oder es kann ein neuer Mitarbeiter sein, den der Mitbewerb eingeschleust hat. Ich habe jetzt nicht betrachtet die Safety-Seite, nicht den Brand, nicht das Hochwasser, nicht Sturmschäden oder ähnliches. Aber Sie sehen schon, wenn man sich nur fokussiert und sagt, für mich ist nur die Informationssicherheit das Wichtigste, der könnte mit der physischen Sicherheit ein Problem bekommen und wiederum der nur auf die physische Sicherheit setzt,
könnte mit der Informationssicherheit ein Problem geben oder bekommen. Wenn wir uns jetzt das Schutzziel ansehen, dann gilt die Frage nach dem, was gilt es zu schützen. Und da muss ich wirklich nachschauen, was das ist. Auch hier möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich betreue ein sehr großes lebensmittelproduzierendes Unternehmen. Und bei der ersten Besichtigung habe ich gesehen, dass es möglich ist, von außen für jedermann in den Produktionsbetrieb zu kommen. Ja? Ich habe dann mal angesprochen, wie das so ist bei Ihnen, ob die nicht Angst haben, weil es keinen Zaun, kein Tor gibt, dass Mitarbeiter Gegenstände vielleicht hinaustragen. Da wurde mir gesagt, nein, das ist kein Thema. Wenn da ein Mitarbeiter ein, zwei Lebensmittel mitnehmen, das halten wir schon aus. Wir brauchen keine Zaun, wir brauchen kein Tor. Und dann habe ich gefragt, wie würden Sie damit umgehen, wenn ein Mitbewerb in Ihr Produkt von außen eine Maus einbringen würde, Lebensmittelprodukt. Und in dem Moment war der CEO so weit zu sagen, bup, wir haben einen Handlungsbedarf, wir müssen was tun. Leider darf ich aus verständlichen Gründen nicht sagen, welches Produktionsunternehmen das jetzt ist, aber zurzeit haben sie Vereinzelungsanlagen. Das heißt, da können zwei gar nicht gleichzeitig mehr hineingehen oder auch nicht hinausgehen. So weit hätten wir es gar nicht treiben müssen. Aber alleine der Hinweis, was ist, wenn wer was hineinbringt. Das heißt, Sie müssen daran denken, das wäre Reputation auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein massiver wirtschaftlicher Schaden, weil sich dieses Produkt in nächster Zeit nicht mehr verkaufen lässt, ja, der Mitbewerb bekannter wird und die Marktanteile dann im Nachhinein zurückzuerobern, das schaffen Sie fast nicht. Ja. Sie müssen sich überlegen, ob es vielleicht Informationen sein können, ja, ob es Wirtschaftsgüter sind oder Prozesse im Unternehmen, die für einen Mitbewerb wichtig sind. Vor Jahren hat man diese Überlegung gar nicht anstrengen müssen. Da gab es den Wachmann, der konnte vom eigenen Unternehmen sein, der konnte aber auch von einem Bewachungsunternehmen zugekauft werden. Diese Maßnahme macht für große Unternehmen auch jetzt noch Sinn. Sie kennen, das ist ein Empfangsbereich, der verschiedene Aufgaben erledigt. Zu hinterfragen ist eher dann schon der nächste Bereich, der Revierfahrer. Sie kennen Sicherheitsunternehmen, die in der Nacht ein, zwei, dreimal das Objekt anfahren. Dies dient aus meiner Sicht eher der psychologischen Sicherheit, ja, aber nicht der reellen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass genau in die fünf Minuten, wo der Wachmann dort ist, der Einbrecher kommt. Vielmehr ist es so, dass der Einbrecher, wenn er halbwegs intelligent ist, wartet, bis das weiße Auto mit den Drehleuchten wegfährt und dann weiß er, dass er einige Stunden Zeit hat. Einen sehr großen Stellenwert hat der Punkt, jeder Mitarbeiter ist ein Sicherheitsmitarbeiter. Das kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie das in Ihr Unternehmen hinaustragen. Ich darf Ihnen wieder ein Beispiel erzählen. Ich musste für ein großes Unternehmen einen Sicherheitscheck machen. Ich bin im Anzug gekommen mit Aktentasche und ich war im Produktionsbetrieb und niemand wagte mich anzusprechen. Niemand. Ich bin da rumgegangen, keinen Helm auf, nichts, gar nichts. Aber der einfache Arbeiter hat sich gedacht, puh, der schaut wichtig aus, den sprechen wir gar nicht an. Wenn Sie aber Ihren Mitarbeitern weitergeben, jeder Mitarbeiter ist ein Sicherheitsmitarbeiter, und ihm sagen, was er tun soll, sprich ihn freundlich an, frage ihn, ob du ihm helfen kannst, und wenn er sagt, ich muss zum Herrn Meier, dann begleite ihn doch zum Herrn Meier. Ja. Und schon haben sie eine Sicherheitslücke geschlossen, insbesondere in Bereichen und Unternehmen, wo Kundenverkehr ist und wo Menschen ein- und ausgehen. Oder aber sie installieren ein System, sodass sie von ihren Mitarbeitern Informationen bekommen. Sie können sich sicher sein, der Chef erfährt es zum Schluss. Ja. Wir betreuten wiederum ein Unternehmen und wir haben auch eine Detektei. Und da hat es geheißen, es wird gestohlen. Ja, es verschwinden uns Waren. Und wir haben dann eine Videoüberwachungsanlage aufgebaut. Und siehe da, voll Erschrecken,
Ein 20 Jahre lang beschäftigter Mitarbeiter hat im Nachtdienst Fleischwaren mitgenommen. Wir haben ihn dann befragt und er hat dann gesagt, das ist da so üblich. Und es war nicht der Einzige, es war dann in der Tat so, dass wir dann noch jemanden quasi betreten haben, der halt 3 Jahre im Unternehmen war und dann der 3 Monate im Unternehmen war. Und der Letzte hat gesagt, na, das habe ich ja bei allen gesehen. Das ist ja hier so Brauch. Und niemand von der Chefetage wusste es. Habe ich schon so eine Unruhe oder so einen Verdacht im Unternehmen, dann kann ich mir auch überlegen, ob ich eine anonyme Stelle einrichte, wo ich sage, bitte, irgendwas stimmt in meinem Unternehmen nicht, gebt mir Informationen. Natürlich muss ich aufpassen, dass das keine Vernaderung ist, dass das kein Stalking ist und keine falsche Beschuldigung. Da muss ich halt sorgfältig mit dieser Information umgehen. Wenn wir uns jetzt technische Sicherheitseinrichtungen anschauen, so muss man auch da nach dem Schutzziel fragen. Sehr viele Unternehmen sagen, das macht doch keinen Sinn, mein großes Objekt mit einer Einbruchsmeldeanlage zu versehen. Da bräuchte ich ja 100 Melder und was weiß ich was. Das stimmt nicht, man muss sich das Schutzziel betrachten und wenn das Schutzziel so ist, dass ich sage, eigentlich habe ich nur Angst, dass in der Nacht stundenlang jemand herumgeistert und mir großen Schaden macht, indem er alle Laden aufbricht, ja, oder indem er eben stundenlang nachwassern, sagt man bei uns, also nachschauen kann, gibt es irgendwelche Informationen, die ich nützen kann. Wenn das der Fall ist, brauche ich vielleicht 2, 3 Bewegungsmelder. Sie sehen die Bewegungsmelder da seitlich. Und in Wirklichkeit ist es einem Täter unmöglich, durch das ganze Objekt unbemerkt zu gehen. Ja. Wir hatten einen Kunden, ich bin auch Sachverständiger für eine Versicherung, ein Optiker. Über das Wochenende wurde das Geschäft ausgeraubt, Schaden 140.000 Euro. Keine Alarmanlage. Hätte der einen einzigen Melder gehabt, einen einzigen, die Tat hätte so nicht funktionieren können. Es wäre unmöglich gewesen, ein gesamtes Geschäft auszuräumen. Das heißt, Sicherheit muss nicht teuer sein. Ich muss mir überlegen, was ist mein Schutzziel? Oder habe ich einen Raum, wo ich sagen muss, den möchte ich vielleicht rund um die Uhr sichern. Oder dort dürfen nur Berechtigte hinein. Dann gebe ich dort beispielsweise bei der Tür einen Magnetkontakt hin und schon wird jedes Öffnen der Tür detektiert. Wie wird detektiert? Was wird detektiert? Auf der einen Seite sehen Sie hier die Zentrale, das Herz jeder Einbruchsmeldeanlage, dann eine Außensirene. Damit wird die sogenannte anonyme Öffentlichkeit informiert. Das heißt, wenn Sie im verbauten Gebiet Unternehmen haben, wird die Nachbarschaft informiert. Wir wissen schon, vielleicht machen sie eh nichts. Ja? Aber der Täter weiß nicht, dass sie nichts machen. Das heißt, er muss vielleicht damit rechnen, dass irgendein beherzter Nachbar nachschaut, ja, oder dass es in der Nachbarschaft vielleicht eine Verwandtschaft gibt oder einen Polizisten gibt oder einen Justizwachebeamten gibt, die berufswegen schon Interesse zeigen müssen. Gleichzeitig empfiehlt man, ein Telefonwählgerät dazuzugeben. Ich kann mir überlegen, ja, wer soll verständigt werden? Die günstigste Form ist, ich selbst werde verständigt. Das wird in den Klein- und Mittelbetrieben am meisten so praktiziert. Ja, ehrlich gesagt, ich habe es auch so. Ich werde verständigt, ich schaue, welche Uhrzeit es ist. Ist es um 7:45 in der Früh, weiß ich, der Mitarbeiter ist nicht topfit, der hat es nicht geschafft, die Alarmanlage auszuschalten. Ist es um 3 Uhr in der Früh? Na, da überlege ich mir schon, ob ich nicht die Polizei verständigen sollte und auch gleichzeitig zufahre. Da sind wir schon bei der Polizei. Es besteht auch die Möglichkeit, gleich direkt auf die Polizei aufzuschalten. Die Aufschaltung kostet um die 25 Euro. Ich muss nur dann jeden Alarm, sei es ein Fehlalarm, extra bezahlen. Da zahlen sie dann ca. 100 Euro. Sehr gut funktionierende Alarmanlage haben und die Mitarbeiter gut instruiert haben. Ein Fehlalarm im Jahr. Viel mehr hat man nicht, wenn die Alarmanlage gut funktioniert und die Mitarbeiter wissen, wie sie damit umgehen. Oder ich kann einen Sicherheitsdienst dazwischen stellen, setzen eine Notrufzentrale eines Bewachungsunternehmens. Da müssen Sie aber damit rechnen, dass Sie monatliche Kosten haben für die Aufschaltung. Und wenn dieses Sicherheitsunternehmen einen Alarmfahrer hat, müssen Sie den auch extra bezahlen. Also muss man sich schon überlegen, was macht jetzt mehr Sinn. Ja, eines wollte ich noch zeigen. Das ist ein sogenannter Notruftaster. Diese funktionieren immer, wenn Sie eine Mitarbeiterin haben, die länger arbeiten muss. Ja,
dann hat diese Mitarbeiterin diese Notruftaste und sie fühlt sich am Abend, wenn sie allein im Betrieb ist, auch sicherer. Oder aber sie hantieren mit großen Werten oder Bargeld oder Schmuck, dann können sie auch diesen Überfalltaster natürlich untertags verwenden. Die Kombination mit Rauchmeldern macht gelegentlich auch großen Sinn, nämlich immer dann, wenn keine Brandmeldeanlage vorgeschrieben wird, dass sie vielleicht selbst wissen möchten im Sinne von Disaster Recovery und Business Continuity Management. In dem Moment, wo es bei mir raucht, möchte ich es wissen, weil da kann ich schon schauen, was los ist und kann mir schon überlegen, wie kann ich morgen meinen Betrieb wieder hochfahren. Ist nur ein bisschen was passiert oder muss ich schon einen Plan B fahren? Und ansonsten sehen Sie links und rechts nur mehr Bedienteile. Somit wären wir bei der nächsten technischen Sicherheitseinrichtung, wo ich als Sachverständiger immer wieder gerufen werde, wenn es Streitereien gibt. Ein Unternehmer beauftragt einen Elektriker, macht mir eine Videoüberwachungsanlage und danach sagt der Unternehmer mit Recht, das sehe ich ja nichts. Ja. Es wurde im Vorfeld nicht genau festgelegt, was ist das Ziel der Videoüberwachungsanlage. Vorweg sollten Sie nur mehr IP-Technologie nehmen, keine analoge Technologie mehr. Und Sie müssen sich überlegen, möchte ich eine Person detektieren? Was versteht man darunter? Möchte ich nur sehen, dass sich da irgendjemand bewegt? Oder möchte ich die Person erkennen, wenn ein Mitarbeiter ist, eindeutig, das ist der Franz. Oder möchte ich so eine Qualität haben, dass ich eine unbekannte Person habe, dieses Bild nehme, einer Zeitung gebe und sage, 2.000, 5.000, 10.000 Euro Belohnung, wenn es mir den liefert. Ja? Das sind drei verschiedene Zugänge. Und dann muss ich mir noch überlegen, brauche ich das am Tag? Brauche ich es in der Nacht? Wie schaut es aus mit der Beleuchtung? Oder aber interessieren mich nur Kennzeichen, weil in meinem Firmengelände laufend Schäden passieren und ich möchte wissen, wer das war. Also Sie merken, auch da müssen Sie sich überlegen, wo das Schutzziel ist. Die nächste Überlegung ist, habe ich eine Person im Empfang oder in der Einlaufstelle, die monitort, das heißt, die auf diesem Schirm draufschaut, oder sage ich, nein, das ist kein Thema, die Person gibt es auch nicht, ich möchte im Nachhinein am nächsten Tag hineinschauen können, was war. Dann überlege ich mir, möchte ich rund um die Uhr quasi permanent aufzeichnen oder sage ich Motion Detection. Das ist nur, wenn sich im Bild was bewegt, wird gespeichert. Das ist eigentlich die herkömmlichste Art mittlerweile. Nun muss man da eine sogenannte Pre-Motion auch dazu nehmen. Dann wird nämlich schon, werden schon 30 Sekunden vorher auch mitgespeichert. 30 Sekunden vor der Bewegung wird gespeichert. Somit habe ich wirklich alles toll am Bild. Ja? Und dann überlege ich mir nur mehr, möchte ich vielleicht von der Ferne auch hineinschauen? Interessiert es mich von zu Hause? Also ich habe das, ich schaue ab und zu, was tut sich in meinem Lager? Und schon muss ich mir nur mehr den Gedanken machen, welches Unternehmen beauftrage ich damit und wenn ich speichere, dass mir dieses Unternehmen auch hilft bei der Genehmigung durch die Datenschutzkommission. Ja? Professionelle Videoüberwachungsanlagenrichter kennen sich da aus. Den kleinen Elektriker müsste man ein bisschen helfen, dass er da auch dem Auftraggeber unter die Arme greift. Ja, und letztendlich überlege ich mir noch, brauche ich es sichtbar als Abschreckung oder brauche ich es verdeckt? Wenn Sie sich vorstellen, das ist Standard mittlerweile. Eine Kuppelkamera, ja, da lasse ich das Objektiv nicht durch die Putzfrau, wenn es mit dem Besen ankommt, versehentlich verdrehen. Es ist eine Highspeed-DOM-Kamera, da kann ich von der Ferne hineinschauen, die kann ich 360 Grad bewegen, die kann ich 200-fach hineinzoomen. Das ist eine herkömmliche Kamera, Außenkamera und hier sehen Sie die sogenannten Spy-Kameras. So klein sind die. Ja? Sehen Sie die Finger, die kann man fix fertig kaufen in ein Radio drehen oder das ist ein Knopfloch, da würden Sie vorne nur das Knopfloch sehen oder im Kuli drin, da sehen Sie die Kamera oder im Schlüssel oder im USB-Stick. Oder im Netzteil. Also Sie sehen, es gibt alles. Ich muss mir nur überlegen, was brauche ich. Und ich muss aufpassen, immer natürlich im Hinblick auch auf meine Mitarbeiter. Ich darf keine Privatsphäre verletzen, ich darf keine Intimsphäre verletzen und ich darf auch keinen Arbeitsplatz direkt im Sinne von Dauerüberwachung aufzeichnen. Das kennen Sie vielleicht aus den Medien, wie der Lidl in Deutschland da die Megaprobleme hatte. Wir sind
schon beim, bei der letzten quasi sicherheitstechnischen Einrichtung, das wäre die Zutrittskontrolle und die elektronischen Schlösser. Das günstigste ist in Wirklichkeit ein sogenannter Offline-elektronischer Zylinder. Sie stellen sich vor, Sie haben eine Tür mit einem normalen Zylinder, Sie geben den Zylinder raus, geben den elektronischen Zylinder hinein, ja, sperren, also halten ein Medium hin, ein Sperrmedium, das kann ein Chip sein, das kann eine Chipkarte sein. In dem Moment verriegelt der Knauf mit dem Schloss und Sie können zusperren und aufsperren. Der Vorteil ist, es wird mitprotokolliert, ich weiß, welches Sperrmedium als letztes gesperrt hat, oder nicht nur als letztes, sondern überhaupt die letzten paar hundert Ereignisse habe ich da abgespeichert. In dem Moment, wo ich einen Schlüssel verliere, ein Medium, sperre ich das, gehe zum Schloss hin und sage, Medium Nummer 3 ist gesperrt. Und ich muss nicht, wie bei einem herkömmlichen Schloss, wenn ich an GHS, das ist ein Generalhauptschlüssel, oder an HS, einen Hauptschlüssel verliere, viele Zylinder austauschen. Das brauche ich alles nicht mehr. Sage ich, nein, ich baue neu und ich möchte was Größeres haben, dann gehe ich auf die Online-Lösung. Da habe ich einen eigenen PC mit einer Software drauf. Dann gibt es die Datenverkabelung zu jeder Tür hin. Und dann kann ich vom PC aus noch komfortabler jede einzelne Tür ansteuern. Ich kann sie freigeben und sagen, von 8 bis 20 Uhr ist sie frei, um 20 Uhr soll sie selbstständig verriegeln und, und. Da ist alles möglich. Ganz kurz, wir haben es schon gehört und Sie werden es heute noch weiterhören, Informationssicherheit, das ist nicht nur IT-Sicherheit, Firewall und Virenscan möchte ich jetzt nicht mehr erwähnen. Ich möchte mir ein bisschen dieser Gefahr des Social Engineerings hingeben. Ja, modernes Wort. Es kommt aber wirklich vor, dass Informationen von Mitarbeitern abgezogen werden. Das passiert in einer Bar, darf ich sie einladen und man redet, was arbeitest, was tust du dort. Und wenn man dem Mitarbeiter im Vorfeld nicht sagt, pass auf, was du sagst, dann erzähl das. Das macht er ja gern, das erzählt er gern aus seinem Leben und die Arbeit ist halt ein Teil seines Lebens. Ja? Also da muss man wirklich aufpassen, dass nicht Informationen abgesaugt werden, ja, durch Vorspielung falscher Tatsachen oder aber es kommt ein Anruf, ja, ich bin's der Chef, pass auf, es kommt gerne vorbei, gib ihm schnell die Kasse, auf Nacht erklärt er dir das alles. Ja? Wir werden das auch herzeigen, in wenigen Minuten werden wir einen von Ihnen ersuchen, dass Sie uns Ihre Telefonnummer geben und wir werden mit Ihrer Telefonnummer einen Anruf tätigen. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung und mit Ihrem Wissen. Aber dass Sie sehen, das geht. Das kann man, das können wir, das können andere auch. Gut, ein wichtiger Punkt ist noch, quasi die Awareness der Mitarbeiter, ich habe es eingangs erwähnt, es ist der gesunde Hausverstand auf der einen Seite und auf der anderen Seite wäre es auch wichtig, Prozesse zu definieren. Aber wenn er ein kleiner Betrieb ist, ich störe einen neuen Mitarbeiter ein, der kriegt, klarerweise kriegt er seinen Arbeitsvertrag. Gleichzeitig kriegt er Verschwiegenheitserklärung. Wo drin steht, ja, du darfst leider nichts erzählen, was im Betrieb so ist. Insbesondere das und das und das und das nicht. Wo drin steht, wenn du deinen Schlüssel verlierst, gehst du so und so um. Wo vielleicht auch Informationen drinstehen, wie gehst du mit deiner PC-Anlage um am Abend, wenn du den Arbeitsplatz verlässt. Oder in der Mittagspause. Oder wenn du einen Laptop hast. Wie gehst du mit deinem Laptop um, wenn du unterwegs bist? Oder wo gibst du den Firmenschlüssel zu Hause hin? Oder nimmst du den ins Kaffeehaus mit? All diese Dinge kann ich mit einem Mitarbeiter besprechen, abklären und so die Gefahr wirklich seriös minimieren. Ich hatte vorher leider einen Vortrag und konnte Ihren spannenden Worten nicht von Beginn weg folgen. Wir haben ein ähnliches Produkt, aber keine Angst, wir machen keine E-Befunde. Unser Unternehmen hat eine eigene IT-Abteilung und wir haben ein maßgeschneidertes Kontrollsystem, das gibt es schon fix fertig entwickelt, wo man insbesondere Mitarbeiter damit ausstatten kann, das ist ein Handy oder ein Tablet, das sucht man sich aus, was er halt braucht. Und dieses Gerät hat eine speziell entwickelte Software drauf. Auf der einen Seite ist es GPS getrackt. Ja? Das heißt, dort, wo sich der Mitarbeiter bewegt, wird protokolliert und das kann ich mir auf einer Karte dann anschauen. Damit kann ich festhalten, von wann bis wann mein Mitarbeiter beim Kunden war.
Ich habe eine gute Basis zum Ausrechnen, wie viel Zeit ich den Kunden verrechnen kann. Gleichzeitig hat natürlich das Gerät eine Kamera und ähnlich wie bei Ihrem System, ich drücke drauf, automatisch ist es hochgeladen am Server. Dazu eine Dokumentation kurz, dieses Teil ist kaputt. Ja. Ich habe dokumentiert beim Kunden, das Teil wurde ausgetauscht. Ich kann, wenn ich möchte, dem Kunden auch einen Zugang geben in den Kundenbereich, dass er das selbst auch nachvollziehen kann und sagen, ah ja, stimmt, da ist das Bild. Und ich kann dieses System auf verschiedene Berufe ausrollen. Wir passen das auch dann entsprechend an. Natürlich, Sicherheit ist für uns der Hauptzugang gewesen. Natürlich einen Notruf-Button. Natürlich, wenn der Mitarbeiter draufdrückt, wird ein Notruf abgesetzt. Gleichzeitig die GPS-Daten, sodass man auch rasch den Mitarbeiter finden kann. Ja, und jetzt der versprochene Call-ID. Ich möchte dazu meinen Leiter der IT-Abteilung zu mir rufen. Und er wird das jetzt mit meiner Hilfe vorzeigen, sofern sich jemand traut, uns ihre Telefonnummer mitzuteilen. Wir brauchen einen Freiwilligen, oder? Genau. Ich verstehe, wir brauchen einen Freiwilligen. Ja. Danke vielmals. So, da haben wir schon jemanden. So, jetzt müssen wir wen anrufen. Jetzt haben wir Ihre Telefonnummer. Wen rufen wir an? Kennen Sie irgendjemanden im Saal? Ja? Okay. Sie sagen uns dann die Telefonnummer, die Sie sehen. Ja. Und Sie sagen uns bitte, ob es Ihre Telefonnummer ist. Ein bisschen dauert es, wie Sie sehen. Jetzt haben wir IT. Wir sind die Schrauber und jetzt. Genau, aber dann kommt es nicht zu uns, dann kommt es zu Ihnen. Ja, aber nicht zu uns. Wir klären es dann eher. Also wir täuschen jetzt vor, wir rufen die Frau Moderatorin an. Genau. Wobei, wir könnten es probieren, aber ich denke, es geht ja um die Systematik. Wir können auch E-Mails vortäuschen. Ja? Es ist nur so, man muss zugeben, zum Glück zieht man da jetzt nach. Wir machen laufend so Vorträge und zeigen das vor. Und für mich ist es amüsant, vor einem halben Jahr haben wir noch vorgetäuscht mit der bmi.gv.at und mit der polizei.gv.at. Das heißt auch mit staatlichen Nummern, das geht nicht mehr. Wir haben auch gestern probiert und uns gesagt, mit der Wirtschaftskammer geht es auch nicht mehr. 0664 471 7268. Ist es? It's magic. Hallo, wir können sprechen auch. Grüß Gott, ich würde Sie gern besser kennenlernen. Na, sehen Sie, ja, und auf einmal hat er ein Problem, wenn Sie verheiratet sind. Ist das Ihre Nummer? Ja. Okay. It was me. Ja, it's magic. Okay, in dem Moment aber, wenn jetzt die Dame zurückruft, klarerweise bekommen es nicht wir. Sie bekommen es. Und genau das ist der Ansatz, wo ich sagen kann, da bekomme ich den Täter. In dem Moment, wo mir der anruft und sagt, ich bin's, ich schicke da gleich jemanden vorbei, gib ihm das ganze Geld, das du in der Firma hast. Am Abend erkläre ich dir alles. Gleichzeitig spüren wir vielleicht ein Geräusch eines Bahnhofes, Geräusch eines Flughafens, das kennen wir alles. Ja. Muss derjenige, der angerufen wurde, sagen, das ist aber jetzt komisch und muss zurückrufen. Und würde dann sagen, du, wen schickst mir du jetzt vorbei? Und Sie würden sagen, keine Ahnung, wovon du sprichst. Verstehen Sie? Das wäre wieder Awareness, gesunder Hausverstand und das ist das Einzige, was Sie machen können. Die Nummer ist 1:1 übernommen. Gut. Vielen Dank auch an Sie, an den Sicherheitsleiter, wenn ich das richtig verstanden habe. IT-Leiter. Dankeschön, IT-Leiter. Ja. Dankeschön, Herr Wagner. Ich darf gleich eine Frage abholen, wenn Sie so nett sind und mir das gestatten. Unsere Livestream-Community hat Fragen getwittert und die darf ich gleich hereinholen.
Und zwar haben wir eine Frage von unserer Redaktion zum E-Day. Es gibt ein eigenes Web-TV. Und die Frage lautet, wie streng sollten Sperren bei Firmen-PCs sein, zum Beispiel Zugang zum Internet? Naja, das wurde heute schon mehrmals gesagt. Klarerweise sollte jeder mindestens eine physische Firewall haben. Das wäre mal das Allerwichtigste. Und dann liegt es in der Firmenphilosophie, was lasse ich meinen Mitarbeiter während der Arbeit durchführen. Facebook beispielsweise. Ja. Gestatte ich meinem Mitarbeiter, dass er in der Dienstzeit ab und zu auf seinen Facebook-Account blickt? Ja oder nein? Ja. Was empfehlen Sie? Darf ich das fragen? Gibt es da ein Gefühl, wo Sie sagen als Sicherheitsfachmann, Sie empfehlen eher dorthin? Naja, als Sicherheitsfachmann müsste ich jetzt sagen, so streng wie möglich. Als Unternehmer muss ich sagen, ich muss mit meinen Mitarbeitern arbeiten, ich brauche ein gutes Einverständnis mit meinen Mitarbeitern. Also das ganze Zusammenleben in der Firma besteht aus Geben und Nehmen und da muss ich schauen, eben, was geht. Anders wäre es beispielsweise, wenn es jetzt pornografische Inhalte wären, Seiten, die haben natürlich im Unternehmen dann nichts verloren. Ah, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke an die Livestream-Community. Gerne weitere Fragen auch über das Eingabefeld direkt unterhalb des Streaming-Windows. Gibt es hier aus dem Publikum, das physisch anwesend ist, gibt es auch eine Frage? Darf ich bitte das Mikrofon haben? Denn die Dame ist kurz rausgegangen und daher darf ich Ihnen das bringen. Bitte schön. Dankeschön. Das, was Sie jetzt demonstriert haben, wunderbar. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es das nicht offiziell gibt. Das heißt rechtlich sauber. Das heißt, das ist immer eine kriminelle Aktion. Ich frage das deshalb, weil ich habe das schon einmal aus positivem Aspekt gefragt. Kann ich denn nicht von verschiedenen Telefonen immer die eine Nummer anzeigen, so im Sinne von Call und Verkauf und so weiter? Also grundsätzlich, sagte man, mir geht nicht, es ist nicht so sein darf. Grundsätzlich ist das, was wir jetzt gezeigt haben, grundsätzlich wäre es verboten. Ja? Natürlich habe ich das auch mit meinem Rechtsanwalt abgeklärt. Ich verwende das jetzt zu Schulungszwecken, ausschließlich zu Schulungszwecken und ich habe keinen Vorsatz dahinter. Also es gibt keine bösen Vorsätze. Deswegen das, was Sie sagen, brauche ich eigentlich nicht weiter beantworten, weil es verboten ist. Ich verstehe Anliegen, man müsste bei den Providern intervenieren, dass sie das im Prinzip so machen, wie sie es wollen, mit mehreren Nummern. Gehen würde es ja, aber verboten. Soweit die schlechte Nachricht. Trotzdem zufrieden mit der Antwort. Okay. Tut mir leid. Gibt es weitere Fragen an den Herrn Wagner? Ja, wie war, gell? Ich bin auch gerade ganz perplex. Herr Wagner, eine Frage noch von mir zum Thema, Ihr Mitarbeiter ist Ihr wichtigster Sicherheitsmitarbeiter, das haben Sie gesagt. Können Sie noch etwas dazu sagen? Also Sie haben gemeint, es ist gut, wenn der mit dem Dienstvertrag gleich so eine Art 10 Gebote oder so etwas mitkriegt, wunderbar. Jetzt liest man die und dann ist es ja auch meist bald einmal vergessen. Gibt es aus Ihrer Perspektive Empfehlungen, wie macht man das, dass man diese Sicherheitsawareness auch tatsächlich zum Leben bringt, dass das im Unternehmen auch etwas ist, wo die Leute wirklich ständig dran denken? Ja, es würde theoretisch funktionieren, nämlich dann, wenn es im Unternehmen einen Zuständigen gibt, der beobachtet, der wirklich Zeitungen liest. Ich sage das Beispiel vom USB-Stick. Ich weiß nicht, wer eben bei der Keynote dabei war. Da gab es das Beispiel, es liegen USB-Sticks herum und jeder, der einen Computer hat und einen herrenlosen USB-Stick sieht, steckt ihn ein und irgendwann steckt ihn an. Und das kann aber jetzt eine geplante Aktion schon sein. Und das würde ich nur sagen. Und wenn ich weiß, dass das ein Thema ist, dann sage ich einfach allen Mitarbeitern, wann immer ihr einen USB-Stick findet, der euch nicht gehört, gebt es ihm der IT-Abteilung. Das ist ganz eine einfache Regel. Ja? Und ich bin da wirklich top aufgestellt. Also wenn ich es richtig verstehe, empfiehlt es sich auch für... Wenn ich es richtig verstehe, empfiehlt es sich auch für Gewerbe- und Handwerkunternehmen durchaus darüber nachzudenken, ob man nicht eine Person im Unternehmen zu so etwas wie den Sicherheitsfachmann oder Sicherheitsmanager ausbilden lässt. Der muss ja das nicht alleinig machen, der hat das als zusätzliche Verantwortung und ist dann eben derjenige, der dann halt auch regelmäßig drauf aufpasst, immer wieder die Aufmerksamkeit auch stärkt bei den Kollegen und Kolleginnen und vielleicht da und dort auch mal eine Sicherheitsveranstaltung durchführt oder sowas. Genau, das wäre zum Beispiel ein guter Tipp. Eine Möglichkeit für Gewerbe- und Handwerksunternehmen. Gut. Ja, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Wagner. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Danke.
Ja, das war ein wunderbares Panoptikum rund um die Frage Digitalisierung und Sicherheit in den Branchen des Gewerbes und des Handwerks. Ein großes Dankeschön an die Impulsgeber. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wir machen eine halbe Stunde Pause und zwar wirklich ganz genau eine halbe Stunde. Punkt 12.30 Uhr geht es hier weiter mit einem Thema, das man gar nicht so ohne weiteres am ID vermuten würde, denn es geht tatsächlich um den Faktor Mensch. Ich meine, klar, der Mensch hat auch mit der Technik was zu tun, aber es geht tatsächlich um dieses Menschsein. Herr Wagner hat es schon sehr gut entriert eigentlich. Es geht ja auch darum, mit welchem Bewusstsein als Menschen stehen wir hier im Leben, im Wirtschaftsleben auch, was das Thema Sicherheit betrifft. Und der ID hat ja seinen Schwerpunkt dieses Mal gesetzt auf dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Technik. Wir wollen ab 12.30 Uhr den Menschen mal ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, 12.30 Uhr hier im Saal 1. Ich wünsche Ihnen eine angenehme